Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich teste Tests. Ja, du ist vermutlich die Bundestagswahl gewesen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich diese Folge hier hochladen werde, beziehungsweise freischalten. Vielleicht noch diese Woche mal sehen. Jetzt ist ja gerade Wahlfieber. Ich habe ja neulich schon diesen Wahlomaten von 1919 gemacht zur Nationalversammlung in der Weimarer Republik. Und ich habe mich an einen anderen erinnert, den es 2017 gab. Und zwar, du kannst hier einen Test machen auf dieser Seite, welche Fraktion im revolutionären Russland in 1917 du wärst. So, also 1917 ist ja bekanntermaßen der russische Zar, dem wir, wo haben wir die Zaristen? Also hier haben wir die ganzen, die kennt man, die Bolschewiken, das hat man schon mal gehört, und die Anarchisten kennt man auch. Dann gibt es Links-SR und Mitte-SR und Rechts-SR. Dann gibt es Menschewiken, Internationalisten und Menschewiken Zentristen und Defensivisten. Dann gibt es die schwarzen Hundertschaften wahrscheinlich und die Kadetten. Ich habe keine Ahnung, was irgendeine von diesen Fraktionen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir erst den Test machen wollen, weil das letzte Mal bei der Nationalversammlung, da haben, glaube ich, viele meine Erklärungen der Parteien übersprungen. Beziehungsweise waren ja nicht meine Erklärungen, sondern ich habe welche vorgelesen. Und ist die Frage, ob wir das hier genauso machen sollen und dann im Nachhinein erklären, was was ist. Vielleicht ist das besser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das etwas eine Erfahrung werden, bei der wir alle lernen. Prost. Oh, warte, muss ich auf die Seite drehen. Ich kriege leider nicht umsonst Malzbier von einem großen Getränkekonzern. Sondern das trinke ich zu meinem Privatvergnügen und muss es mit meinem eigenen Geld teuer bezahlen. Und ehrlicherweise sollte ich dazu noch sagen, dass ich mir normalerweise Spezi gekauft hätte, aber meine Spezi war nicht da und so habe ich mir diese Woche Malzbier gekauft. Okay. Also, gut, fangen wir einfach mal an hier. Also Russische Revolution, Zar wurde gestürzt, Lenin fährt im Auto rum und winkt und alles ist durcheinander und ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Sozialismus. Und gut, schauen wir mal an, was wir hier für Fragen haben. Privates Eigentum ist ein natürliches Recht und eine lebenswichtige ökonomische Institution. Also, es kommt drauf jetzt an, was man, also erstmal brauchen wir privates Eigentum, ist das lebenswichtig für die Ökonomie. Wenn man eine Privatwirtschaft hat, dann ja schon, aber wenn man keine hat, dann ja nicht. Also ist das ja schon falsch. Und das mit dem natürlichen Recht, also du hast natürlich ein natürliches Recht auf Unterkunft und Essen und aber ist das automatisch Privateigentum? Muss das Privateigentum sein? Oder reicht das, dass es Besitz ist? Ist die Frage. Also ich würde mal auf leicht ablehnend tendieren. Die agrarische Frage kann nur gelöst werden, wenn man alles Land sozialisiert. Land sollte allen Leuten gehören und nicht gekauft oder verkauft werden. Es ist wieder die gleiche Frage mit dem Privateigentum. Ich meine, wenn das allen Leuten gehört, wie wird das denn dann verwaltet? Ich verstehe das nicht so ganz, ganz ehrlich. Ich meine, kann dann,
ist das dann nicht so, dass wenn ich mein Haus irgendwo habe, in mein privates Haus, dass dann der Staat einfach kommen kann und sagen kann, hier, wir brauchen jetzt den Platz für was anderes, geh mal woanders hin. Und wenn ich kein Privateigentum an nichts habe, dann wie werde ich dann entschädigt? Werde ich dann einfach irgendwo untergebracht oder wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Also auch da stimme ich mal nicht so ganz zu. Ich befürworte die schnelle Nationalisierung von Schlüsselsektoren der Industrie. Also wenn da jetzt sowas gemeint ist wie Post, Bahn, Telefon, solche Sachen. Ich meine, gut, das ist nicht Industrie, ne? Das ist mehr Infrastruktur. Die ist ja sowieso verstaatlicht. Da funktioniert das relativ gut. Also Schlüsselsektoren wären dann wahrscheinlich sowas wie Stahlwerke, Kraftwerke, so Sachen, die man halt braucht, um alles andere dann zu machen. Also ich glaube, das wäre vom Vorteil, wenn man die tatsächlich verstaatlicht. Eine universelle Verkürzung des Arbeitstages auf 8 Stunden ist essentiell. Ja, das, warte mal, nee. Agree war ja so, okay. Auf 8 Stunden, okay, ja, machen wir. Arbeitstag auf 8 Stunden senken, wenn der länger ist als 8 Stunden, dann ist das sowieso ein Problem. The workers must be given control of industrial enterprises. Auch da würde ich ein Stück weit zustimmen. Weil sowas wie ein Betriebsrat zumindest, das wäre hier ja schon drunter. Ne? Da steht ja nicht wie viel Kontrolle. Und sowas auf jeden Fall. So, ob man jetzt hier nur komplette, wie sagt man, LPGs und so macht, ist eine andere Frage. Elections should be universal, direct, fair and secret. Ja, das hatten wir in der Nationalversammlungssache hatten wir das auch schon. Was? Erstaunliche Angebote im LPG-Modus. Ich habe 2 neue E-Mails scheinbar. Okay. Ich stimme zu. Der Staat aus Prinzip hat nicht das Recht, Freiheit, Redefreiheit oder Versammlungsfreiheit einzuschränken. Da wäre ich ja im Prinzip schon irgendwie, würde ich da zustimmen. Das Problem ist nur, dass man halt Redefreiheit halt doch teilweise einschränken muss. Das sieht man ja heutzutage, weil sonst jeder alles behaupten kann und jede Menge Mist geglaubt wird von Leuten, die zu gleichgläubig sind. Und außerdem dann auch so Sachen passieren wie Holocaustleugnung, die verboten bleiben soll, weiterhin. Und das mit der Versammlung ist auch so eine Sache. Wie ist das zum Beispiel mit der Pandemie, die wir, glaube ich, 1917 gerade haben im Laufen, oder? Oder beginnt die erst nächstes Jahr? Ich weiß nicht. Die müsste eigentlich schon laufen, die Pandemie. Also wäre ich da wahrscheinlich auch... Ich gehe mal auf normal agree, weil strongly kann ich nicht agreeen, weil es gibt Ausnahmen. Okay. Women should receive rights equal to those of men. Also Frauen sollten gleiche Rechte wie Männer haben. Strongly agree. Die Kirche sollte vom Staat getrennt sein. Strongly agree. Die Todesstrafe ist ein wichtiges Mittel, um im Krieg Leute zu bestrafen, bin ich dagegen. So, der Krieg mit Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und dem Ottomanischen Empire läuft seit bereits 3 Jahren. Dieser Krieg muss schnell beendet werden durch einen demokratischen Frieden ohne sind nicht Levies, stehende Truppen, also ohne Besatzung oder Annexion. Klingt gut.
Es ist wichtig, die Revolution zu verteidigen, aber nicht, wie sagt man, Angriffe zu führen. Ja, bin ich auch dafür. Angriffe sind Kacke. Wie sollten die Verbindlichkeiten, die wir für unsere Alliierten haben, ehren? Krieg bis zum Sieg. Ja, eigentlich ist das schön, wenn man sich an seine Versprechen hält, aber wenn der Zar Sachen versprochen hat und wir sind alle dagegen und deswegen wurde der Zar quasi abgesetzt, sagen wir mal, dann wäre das Quatsch, den gleichen Quatsch weiterzutragen. Demokratisierung der Armee ist gut. Es gibt keinen Nutzen für militärische Insignien. Offiziere sollten gewählt werden. Sie sollten gleiche Rechte haben wie andere Soldaten. Also das finde ich eine gute Idee. Und das habe ich übrigens auch in meine Wehrdienstverweigerung geschrieben, dass ich, wenn dann überhaupt nur in einer Armee dienen würde, die demokratisch aufgebaut ist. Und ja. Dementsprechend haben die meine erste Verweigerung verloren und ich musste dann nochmal Geld bezahlen und mein polizeiliches Führungszeugnis noch ein zweites Mal anfordern, was mich dann nochmal 20 Mark gekostet hat damals. Was soll's, aber habe ich, wie gesagt, damals schon gesagt. Militärdiktatur ist der beste Weg, aus der revolutionären Krise zu kommen. Da bin ich ja wohl sowas von gegen. So. Ich unterstütze die provisorische Regierung. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen würde oder nicht, weil sie ist provisorisch und ich habe keine Ahnung, wofür sie steht. Also wenn ich mich jetzt nicht weiter informiere darüber, wofür die provisorische Regierung steht, dann müsste ich dagegen stimmen. Aber ich gucke mal eben nach, weil ich möchte auch nichts Falsches machen hier. Okay, die provisorische Regierung in Russland hat einen ganzen Wikipedia-Artikel. Die russische provisorische Regierung war die Regierung Russlands von der Februarrevolution und der Abdankung von Zar Nikolaus II. Durch die Zarenherrschaft in Russland beendet wurde bis zur Oktoberrevolution desselben Jahres. Okay. Die Bildung der Regierung wurde durch das am 28. Februar, 13. März in Petrograd aus Angehörigen des progressiven Blocks, das wären also wahrscheinlich die, für die ich sowieso wäre. Unter Vorsitz, weil progressiver Block klingt gut, klingt progressiv. Gleichen Tag traten sich Vertreter der sozialistischen Parteien zur Bildung des Petrograder Sowjets, der ebenfalls die Übernahme der Macht beanspruchte. Aha, wir haben also die provisorische Regierung, die aus progressiven Kräften besteht, und wir haben dann auf der anderen Seite die Räteregierung, die dann gleichzeitig sagt, nee, nee, wir aber auch. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie in der Weimarer Republik, wo sich dann zwei Regierungen gebildet haben. Bloß, dass es hier anders ausging als in der Weimarer Republik. Das heißt, die provisorische Regierung wäre quasi das, was die Regierung der Weimarer Republik in Deutschland war. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Den Rest lese ich jetzt erstmal nicht. Oh, die haben sogar Poster gemacht hier mit Klasse. Okay, gut, das machen wir nicht, aber gut, das ist, lernen wir aus den Lehren von Deutschland. So, und sagen nein, die supporten wir nicht, weil sie ist instabil und bricht kaputt. Und wenn wir die machen lassen, dann kommt wahrscheinlich Russen-Hitler. Aber wir lehnen nur so schwach ab, weil sie ist progressiv und eigentlich wäre das was für uns wahrscheinlich. The present state of the revolution demands a lengthy period of agreement between all. Also alle demokratischen Fraktionen sollten
zustimmen, wenn also momentane Stand der Revolution erfordert eine lange Periode, in der alle demokratischen Kräfte einander zustimmen. Das klingt nach etwas, was überhaupt gar nicht möglich ist. Insofern mache ich mal strongly disagree, weil wie sollen alle zustimmen? Was soll das? Ist Quatsch. Man kann nur wählen und eine Mehrheit ist dafür oder so, aber dass alle irgendwas zustimmen, das hat es noch nie gegeben. Nirgends. I'm for the swift convocation of the Constituent Assembly. Okay, da muss ich, glaube ich, jedes Wort nachgucken fast. Okay, kleinen Moment. Okay, also es bedeutet quasi, ich bin dafür, dass hurtig eine verfassungsgebende Versammlung vorgeladen wird. Also dass quasi möglichst schnell eine neue Verfassung gebildet und abgestimmt wird. Das an sich ist das gut. Andererseits, wenn man halt noch nicht so weit ist, zu sagen, wo man überhaupt hin will, sich dann schon eine Verfassung zu machen, könnte zu früh sein. Aber ich mach mal agree, so halb. Die Räte der Arbeiter, Soldaten und Bauern sollten die Macht übernehmen im Staat. Also da haben wir die Räte, die quasi anders als das bisher war, aus halt den Arbeitern und Bauern und den Soldaten bestehen. Ich bin nicht sicher, wie das funktionieren soll. Es hat ja scheinbar irgendwie funktioniert in der Übergangszeit, aber daraus wurde dann ja ein totalitärer Staat. Insofern, ich gehe mal auf neutral. Totalitäre Staaten sind doof, aber vielleicht war das die richtige Idee und vielleicht hätte man sie anders umsetzen können. Der Stadtdumas, das ist der Gesetzgeber, der Stadtgesetzgeber, die Stadtgesetzgeber sind der richtige Mechanismus, um für Selbstregierung, und wir brauchen keine anderen. Da hat er nicht jede Stadt eigene Gesetze? Das klingt irgendwie, ich meine, ich mach mal neutral, wahrscheinlich verstehe ich ja wieder zu wenig. Die Arbeiterklasse ist die treibende Kraft der Revolution, ja, stimme ich zu. So, der Staat sollte hurtig liquidiert und von Selbstregierung ersetzt werden. Das klingt gut. Ich weiß nicht. Klingt gut. Die föderale Staatsstruktur ist die beste Option für ein multinationales Russland. Nee, wenn wir hier für Selbstregierung sind, dann ist die besser als das. Russland sollte weiter eine große Macht bleiben und seine Kolonie behalten und zentral regiert werden. Da bin ich nur sowas von gegen. Ein Multiparteiensystem ist fähig, demokratische Kräfte zu stabilisieren. Okay. Ja. Russlands politisches System sollte sich in Richtung Parlamentarismus entwickeln. Ja, es klingt auch gut. Unser Ziel am Ende ist Sozialismus. Klingt auch gut. So, ich bin
ein menschewikischer Internationalist. Oh, Telefon. So, dann gucken wir mal, was Menschewiken sind. Die Menschewiki waren eine Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Ich komme nicht aus diesem Stigma der Sozialdemokratie raus. Sie setzen im Gegensatz zu ihren, zumindest nicht in 100 Jahren, parteiinternen Gegnern der Fraktion der Bolschewiki um Wladimir Iljitsch Lenin auf einen orthodoxen Sozialismus, wonach in Russland vor der Arbeiterrevolution eine bürgerliche Revolution stattfinden müsse und nicht der Partei, sondern den Massen die Führungsrolle in der Revolution zukomme. Klingt also irgendwie demokratischer, wenn ich ganz ehrlich bin. Gucken wir mal, wo die Internationalisten sind. Die werden nicht erklärt. Aha, haben aber keine demokratische. Also bin ich einer von 18, von 703 Sitzen danach, ja, okay. Und so wie wir hier sehen, gehöre ich auch eher zu den basisdemokratischen und eher linken Menschewiken. Während hier alles, die anderen, die Zentristen und die Defensisten, sind rechts von mir. Das heißt, ich wäre dann also quasi die Parteilinke der SPD und irgendwo zwischen den Parteilinken der SPD und Anarchisten, was interessant ist. Ja, und was sind SRs? Das müssen wir auch noch mal gucken. Ja, interessant. So viel dazu. Ihr könnt ja auch mal diesen Test machen. Ich werde ihn verlinken. Er ist auf Englisch, aber ich konnte ja auch alles googeln, was ich nicht verstanden habe. Also könnt ihr das auch. Ich muss mal gucken, was. Also, Bolschewiken sind ja quasi hier. Das sind die um Lenin. Was die Black Hundred sind. Die schwarzen 100. Gucken wir mal nach. War die übergreifende Bezeichnung für rechtsextreme und monarchistisch-nationalistische Organisationen letzten. Also das sind die Zaristen quasi. Habe ich es mir doch gedacht. Und was sind die Kadets? Kadetten Russland. Schweizer Kadett. Die Streitkräfte Russland. Das die Armee ist ihre eigene Fraktion dann, oder was? Okay. Interessant. Und dann brauchen wir noch, was die SRs sind. Sozialistisch-Revolutionäre Partei. Schauen wir mal. Nein. Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Okay. Sozialistische. Was war das? Revolutionäre. Ach, das ist. Partei. Gucken wir mal Partei noch. Partei.
Haben wir hier die Sozialistische Partei, Somalische Revolutionäre. Ich glaube, wir haben aber ungefähr einen Eindruck, was das ist. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder einen spannenden Test finde. Und dann sehen wir uns wieder und so. Und schreibt ein Like und hinterlasst einen Kommentar. Bis denn und auf Wiedersehen.